für die CDU-CSU das Wort. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, mein Gruß gilt natürlich auch den jungen Leuten auf der Tribüne. 650 Millionen Euro mehr in den letzten beiden Jahren für diesen Einzelplan 10, für Landwirtschaft, für Gartenbau, für Forstwirtschaft, für die Fischerei, das ist schon etwas ganz Besonderes, das kann sich sehen lassen. Das ist eine auf Zukunft ausgerichtete Politik der Union und der Koalition. In der Bereinigungssitzung haben wir noch einmal dafür gesorgt, 58 Millionen für das Livitätsprogramm, 35 Millionen noch mal zusätzlich für die ländliche Entwicklung und natürlich 2 Millionen für die Abfederung der Fischereiflotte und natürlich 250.000 noch mal für den Regionalverbund, aber auch insbesondere für Personalkosten weiteres Geld einzusetzen. Ich glaube, hier haben wir Zeichen gesetzt, und diese Zeichen sind ausgerichtet auf die vor Ort lebenden und arbeitenden Menschen und auf eine Entwicklung des ländlichen Raumes. Das ist Zukunft für die Union. Wir wollen auch die Digitalisierung. Im Verkehrsetat haben wir dafür 4 Milliarden vorgesehen. Aber auch im Landschaftsetat haben wir noch mal für die IT-Plattform 10 Millionen zusätzlich eingesetzt. Auch das ist der richtige Weg. Bei der Digitalisierung insgesamt muss ja auch das schnelle Internet vor Ort ankommen. Da gibt es auch Initiativen, selbstverständlich auch aus meinem Landkreis, aus dem Kreis Lippe, und wir sind auf einem guten Weg, auch die einzelnen Dörfer hier anzubinden. Zusammen mit der stellvertretenden Landrätin Kerstin Fehlge haben wir intensive Gespräche geführt. Aber die IT-Plattform Landwirtschaft bedeutet auch passgenaues Ausbringen, und es bedeutet einfach, dass wir hier Umweltschutz und wirtschaftliche Entwicklung im ländlichen Raum gleichermaßen verbinden. Ich glaube, auch das ist der richtige Weg. Hier müssen wir diesen modernen Weg gehen. Schnelles Internet und gleichzeitig IT auch in der Landwirtschaft. Wir wollen, dass wir insbesondere in dem Bereich IT auch sehen, dass wir natürlich IT auf den Acker bringen, aber auch in den Stall. Und wir können das Futter dann auch ans Tier bringen, so wie es benötigt wird. Und wir sehen auch, wo sind kranke Tiere. Wir können also im Sinne auch dort von Umweltschutz und Tierwohl handeln. Wir wollen Innovation und Nachhaltigkeit. Und wenn man sich den Haushalt mal anschaut, dann haben wir doch dort Akzente gesetzt. 619,7 Millionen Euro plus 53,2 Millionen, das ist doch die richtige Antwort. Auf Nachhaltigkeit setzen, auf Innovation setzen. Franz Josef Holtenkamp hat das immer gefordert. Johannes Röhring hat gesagt, Kaius setzt sich dafür ein. Wir als Koalition, wir als Union haben das umgesetzt. Und ich glaube, auch das ist der richtige Weg. Ich denke, insgesamt muss man sagen, nicht Parolen und Ideologien, wie sie an mancher Stelle festgehalten werden, sondern wir wollen auf die Bäuerinnen und Bauern vor Ort setzen. Und deshalb gilt mein besonderer Dank natürlich unserem Minister Christian Schmidt, den Staatssekretären an seiner Seite, aber auch dem Haushaltsreferat, was uns stets unterstützt hat, auch die detaillierten Antworten zu finden auf die Fragen, die sich aufgetan haben. Allen meinen herzlichen Dank, und in diesem Dank darf ich natürlich insbesondere auch unsere Arbeitsgruppe, im Besonderen Franz Josef Holtenkamp, Alois Gehrig und die Union, CDU und CSU mit einbeziehen. Das ist eine tolle Arbeit gewesen, eine gute Zusammenarbeit. Und eine solche Zusammenarbeit bedeutet eben auch eine erfolgreiche Arbeit. Wir haben beispielsweise für Demonstrationsbetriebe integrierten Pflanzenschutz mehr Geld eingesetzt. Hier gibt es 64 Praxisbetriebe, die davon profitieren. Wir haben für die Früherkennung von Nitratfrachten 1,2 Millionen eingesetzt. Und wir haben natürlich zusätzliche Mittel insbesondere dort eingesetzt, wo landwirtschaftliche Betriebe das auch vom Rahmen für die Abfederung von besonderen Herausforderungen brauchen. 150 Millionen für ein Bürgschaftsprogramm, ich denke, das ist richtig. 58 Millionen für das Liquiditätsprogramm, auch das ist richtig, die EU-Mittel dort zu verdoppeln. 50 Millionen für steuerliche Erleichterungen zu planen, auch das ist richtig. 78 Millionen einzusetzen für die landwirtschaftliche Unfallversicherung, hier wird der Beitrag um 37% abgefedert, auch das ist richtig. Und wir haben
zentrale Maßnahmen ergriffen, um Schäden zu vermeiden, beispielsweise beim präventiven Hochwasserschutz jährlich dort 100 Millionen zu verankern, und zwar im Miteinander, Kooperation und nicht Konfrontation, die dort Wirtschaftenden mitnehmen und dem Wasser mehr Raum geben. Das ist eine Politik seitens der Union und seitens der Koalition. Wir wollen das Miteinander und gleichzeitig eine auf Zukunft ausgerichtete Politik. Ich glaube, das ist die richtige Vorgehensweise. Ich möchte unserem Minister noch mal ausdrücklich auch danken dafür, dass er sich für das neu eingerichtete Institut für Kinderernährung beim Max-Gubner-Institut eingesetzt hat. Hier gab es ja beim letzten Mal noch einige Zweifel, ob es denn mit den Stellen klappt. Wir haben dafür gesorgt, in der Bereinigungssitzung 5 Stellen sind da. Es stehen die entsprechenden Personalkosten, die nötig sind, zur Verfügung. Es stehen die entsprechenden Sachkosten zur Verfügung. All das, was hier vermutet war, dass es nicht klappt seitens der Opposition, es hat geklappt und wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Ich glaube, das ist der richtige Weg, auch bei der Reduktionsstrategie Zucker, Salze, Fette zusätzliches Geld eingesetzt, auch beim Ökolandbau zusätzliches Geld eingesetzt. Wir wollen ja konventionellen und Ökolandbau nebeneinander. Wir wollen eine erfolgreiche, moderne Landwirtschaft. Natürlich haben wir auch uns gekümmert um die Forstwirtschaft, immerhin 30% unserer Fläche. Und in Europa, das vergessen dann viele, an dritter Stelle im Wirtschaftsbereich, im erfolgreichen Wirtschaftsbereich, nach der Ernährungsindustrie und dem Maschinenbau ein wichtiger Bereich. Auch hier bei der Fachagentur nachwachsende Rohstoffe zusätzliches Geld einzusetzen und für Projekte hier, zum Beispiel für Bauern mit Holz, aber auch für anderes, was uns am Herzen liegt, im Sinne des Klimaschutzplanes mit bewirtschafteten Wäldern den Klimaschutz schaffen. Ich denke, das ist der richtige Weg auch hier. Wir sind sehr dankbar, dass auch die Gespräche mit den Verbänden in der Landwirtschaft, mit dem Bauernverband und mit anderen in der Forstwirtschaft, mit dem Bund Deutscher Forstleute, aber auch natürlich mit dem Waldbesitzerverband, mit dem Deutschen Forstwirtschaftsrat, mit all denjenigen, die hier aktive und gute Arbeit leisten, sehr fruchtbar seitens der Union verlaufen sind. Wir haben uns austauschen können. Wir haben auch da unsere Hausaufgaben gemacht. Und wir sind auch dort auf dem richtigen Weg, nämlich die vor Ort Arbeitenden und gleichzeitig die Wissenschaft am Thünen-Institut mit einzubinden. Das ist der richtige Weg. Hier haben wir vieles geschaffen, personell wie finanziell. Denn immerhin ist es so, dass in diesem Haushalt die Institute mit 350 Millionen Euro vorkommen. Und wir haben es geschaffen, auch in dieser Periode insgesamt im Landwirtschaftsministerium, aber vor allem auch bei den Instituten, 340 neue Stellen zu schaffen, die hier wissenschaftlich begleitet gute Arbeit für die Land-, Forstwirtschaft und den Gartenbau und die Fischerei leisten. Und das ist, denke ich mal, eine tolle Leistung. Wir wollen auch Energieeffizienz und Umweltschutz im Gartenbau. Und deshalb haben wir ja noch mal einige Millionen draufgelegt. Und das ist uns sehr wichtig. Und ein zentrales Thema ist natürlich für uns der ländliche Raum. Und deshalb haben wir als Union in besonderer Weise das Bundesprogramm ländliche Entwicklung betrachtet. Und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass unser Sprecher im Haushaltsausschuss, Eckhard Rehberg, dieses Thema so zentral mit nach vorangetrieben hat. Das war eine tolle Aktion, eine tolle Leistung, dass wir dieses Programm in dieser Form haben, noch einmal um 35 Millionen aufstocken können. Und das bedeutet, einzelne Projekte vor Ort, dort, wo runde Tische zusammensitzen, dort, wo gute Ideen entwickelt werden, all das können wir mit diesem Programm umsetzen. Und auch hier machen wir eine Politik, die auf Zukunft ausgerichtet ist und die vor allem insbesondere das aufnimmt, was die Menschen vor Ort bedrückt. Dort, wo kleine Ortsteile sich etwas überlegt haben, wie können sie sich auf Zukunft ausrichten? Das ist mit diesem Programm möglich. Wir machen eine Politik für die ländliche Entwicklung mit Arbeitsplätzen, die wir erhalten und die wir schaffen wollen dadurch. Wir machen eine Politik, die die Dorfkerne nicht zerstört und alleine lässt, sondern entwickelt. Wir machen eine Politik, die Wohnraum schafft für Familien und Ältere. Wir machen eine Politik, die insbesondere die ländliche Entwicklung voranbringt
Leistungsfähig und lebenswert wollen wir diesen ländlichen Raum gestalten. Und ich denke, damit sind wir mit der Union auf dem richtigen Weg. Herzlichen Dank. Auf die Sekunde. Vielen herzlichen Dank, Carlos Caesar. Auf die Sekunde die Redezeit eingehalten. Vielen herzlichen Dank. Nächster Redner Sven Christian Kindler für Bündnis 90.